Hallo Leute, willkommen bei diesem LS19 Let's Map Einschlafvideo. Ich arbeite weiter an meiner Karte Waldsee und ihr könnt mir dabei zugucken. Und da es wieder ein gemütliches Basteln ist, dachte ich mir, das ist eigentlich wieder geeignet als Einschlafvideo. Weil es einfach ganz gemütlich zugeht und ich werde Blümchen setzen und vielleicht ein paar Bäume und so. Da könnt ihr mich begleiten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dabei einschlafen. Und wenn ihr wach bleiben wollt, könnt ihr das auch gerne machen. So, ich mache uns mal wieder eine Säuselmusik an. Und dann kann es losgehen. Ich habe hier an dem Wall um die Welt weitergearbeitet. Ich bin hier immer noch bei diesem ersten Viertel. Und also der Wall um die Welt soll praktisch dem Spieler, euch Spielern, zeigen, wo die Grenze der Welt ist. Die Grenze selber, zeige ich euch mal, wird durch solche unsichtbaren Dinger eigentlich dargestellt. Da rennt man dann dagegen und kommt nicht weiter. Aber es soll auch sichtbar sein, nicht, dass ihr einfach irgendwo, ja, mitten auf dem Weg ausgebremst werdet oder so. Und darum baue ich hier einen Wall um die Welt. So, die blenden wir mal wieder aus. Und an diesem Wall um die Welt habe ich schon im letzten Livestream gearbeitet. Da haben wir hier diese Frontlinie hauptsächlich ausmodelliert und es war aber klar, da steckt noch viel Arbeit dahinter. Denn das muss ja noch so gemacht werden, dass es irgendwie auch schön aussieht. Und als ich bei meinem Mitmach-Tutorial, das ich kürzlich aufgenommen habe, auf der Felsbrunn gespielt habe, sah ich im Hintergrund so diese Berge, die zu diesem Plateau oben führen und dachte, das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Und die haben das anders gemacht als ich. Und zwar haben die überall auf den Bergkuppen Gras wachsen lassen. Und das hatte ich hier schon mal ausprobiert und dachte dann, na irgendwie ist das auch unrealistisch, da kann sich doch das Gras gar nicht halten. Und ich fand aber, dass es auf der Felsbrunn hübsch aussieht. Und teilweise, je nachdem, wie der Fels beschaffen ist, kann sich schon Erde hier drauf halten, auf solchen Gebieten. Und dann dachte ich, okay, ich probiere das aus. Ich mache alles, was relativ eben ist, in Grasfarben und stufe das dann ab. Mal gucken, ob man das hier so gut sehen kann. Also zuerst ist richtig normales, echtes Gras. Und dann, ja, das sieht man hier kaum, hier sieht man es, ist diese Raffgras, also raues Gras, die Mischung aus Erde und Gras. Und dann habe ich noch eine dritte Stufe, wo es ein bisschen steiler ist, habe ich dieses selbstgemachte Mountain-Gras eingeführt, dieser Übergang zum Fels. Und dann habe ich da, wo es besonders steil ist, habe ich es dunkler gemacht. Es gibt hier nämlich solche Einstellungen, dass man dieses Texturmalen nur in bestimmten Neigungswinkeln machen kann. Und damit kann man das wunderbar machen. Das ging sogar relativ zügig. Aber ich musste dann hier das ganze Gras darauf wachsen lassen. Es war erstmal nur grün angemalt. Hier hinten habe ich noch ein paar Bereiche, wo ich mir gedacht habe, da kommt dann sowieso keiner hin. Da kann auch keiner hingucken. Mal gucken, ob ich das noch finde. Hier zum Beispiel. Da habe ich mir gedacht, na, da lasse ich jetzt kein Gras wachsen. Das wäre übertrieben, weil da nie einer hinkommt. Aber bis hier oben habe ich noch überall Gras wachsen lassen und Blümchen und so. Und das wird man zwar von hier
unten aus nicht komplett sehen können, aber teilweise. Je nachdem, wie man die Einstellung von seinem Computer hat. Und wenn man dann hier mit dem Trecker steht und guckt so hoch, kann man wahrscheinlich hier noch die Blümchen sehen. Jo, je nach Grafikeinstellung. Und ich muss sagen, ich finde das irgendwie schön mit diesen grasbewachsenen Felsen. Und ich kenne das schon auch in echt so, dass da oft manchmal die Grasdecke bis zu den Felsen vorgeht. Und ich denke mal, dass ich das wahrscheinlich künftig meistens so mache. Ich habe das auch hier gemacht. Und da sind aber nur wenige Stellen betroffen. Dieses hier alles ist zu steil gewesen. Und da habe ich ja in den Rillen schon Gras wachsen lassen. Was ja auch natürlich ist. Hier ist es an mehr Stellen. Das sieht man, wenn man weiter weg geht. Und hier ist es schon an relativ vielen Stellen. Und das habe ich... Ich habe dann die ganzen Stellen, wo Gras ist, nochmal mit so einem Infolayer angemalt. Und dann habe ich da das Gras pflanzen lassen mit einem Tool. Aber da habe ich bestimmt 4-5 Stunden das Infolayer angepinselt. Und ich schätze mal, wenn ich das Gras einzeln gemalt hätte und dann die Blümchen einzeln, dann hätte ich da 2 Tage dran gesessen. Also dieses Tool ist schon toll. Und mir gefällt jetzt diese Landschaft hinter dem Wall um die Welt eigentlich ganz gut. Hier habe ich das auch noch umgesetzt. Da sieht man das auch an einigen Stellen. Und was ich aber mit dem Tool nicht machen kann, ist meine Kornblumen und Arnika wachsen lassen. Hier sieht man es auch, oben ist es jetzt alles deutlich grüner. Und ich denke mal, dass es von Weitem auch schöner aussieht als vorher. Also wenn man im Tal steht, sieht man ja nicht die Bäume, weil die dann ausgeblendet werden. Und so... Ja, finde ich es irgendwie schöner als vorher. Ja, und jetzt möchte ich mit euch zusammen noch Kornblumen und Arnika pflanzen und vielleicht hier und da noch ein Enzian und ein paar Bäume setzen an speziell schöne Stellen oder so. Weil das muss ich von Hand machen. Und da dachte ich mir, da könnt ihr mich gut bei begleiten. So, Deco Flowers, fangen wir einfach mal an. Ganz klein, mit den Kornblumen. Und die werde ich jetzt nicht überall machen. Ich denke mir, vor allem in dem Bereich dahinterm Wall um die Welt mache ich es nicht mehr. Denn, wie gesagt, man sieht das meistens wo gar nicht. Aber, ich habe auch... Na, so. Diese ganze Wiese habe ich neu gemacht. Denn die hatte teilweise kein Gras. Und da dachte ich mir, na, bevor ich da einzeln das Gras reinmale, lösche ich lieber alles weg, was schon da ist. Und... Mach das jetzt in diesem Aufwasch gleich mit. Und da sind natürlich ein paar Kornblumen dringend notwendig, würde ich sagen. Aber wir fangen hier mal an bei der Vinotheca. So. Oder so nette kleine Grasterrassen. Da könnte man dann auch hinklettern und Picknick machen. Und hier, das habe ich alles noch vor mir. Und da hinten. Und da hinten.
Da werde ich noch ganz schön dran zu werkeln haben. Aber das ist auch was Schönes. Ich meine, nach 4 Stunden Infolayer pinseln auf allen Gräsern, also auf allen Grasflächen, das ist schon so ein bisschen zermürbend. Aber insgesamt macht mir das super viel Spaß, diese Landschaftsgestaltung. So, da habe ich jetzt nichts Neues gemacht. So. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich auch bei künftigen Karten irgendwie besonders viel Wert auf schöne Landschaft lege. Landschaft, die einen glücklich macht, wenn man da durchfährt oder durchgeht. Das gefällt mir persönlich ja auch bei anderen Karten sehr gut. Ja, wenn ich da einfach von der Landschaft glücklich werde. Und es gibt ja jede Menge Kartenmacher, die Karten machen mit besonders tollen Funktionen. Und andere machen besonders große Karten. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass ich kleine Karten mit hübscher Landschaft mache. Und ich denke mal, es hat alles seine Berechtigung. Aber ich kenne LS19-Spieler, die sagen, ja, also unter Vierfachkarte läuft bei mir gar nichts. Am liebsten spiele ich nur 16-Fachkarten. Und andere sagen, ach, es soll klein und übersichtlich sein. Und wieder andere wollen unbedingt möglichst viele Produktionen haben. Und dann wieder welche gibt's, die besonders realistische Karten wollen. Na, fehlt hier etwa das Gras? Ja, sowas. Ah ja, das ist dieser ganze Hügel hier. Ach, das machen wir gerade noch. Bisschen Gras nachliefern. So. Da wird man dann auch irgendwann betriebsblind. So. Ich freue mich auch schon auf die Port Limbo, also meine andere Karte, weil ich da dann ja wohl vieles umsetzen kann, was ich hier auf der gelernt habe. Ich hoffe, dass ich dann gleich vieles auf Anhieb so machen kann, wie ich es hier erst nach dem dritten Anlauf gemacht habe oder so. Weil ich habe hier ziemlich viel doppelt und dreifach gemacht. Was ja auch okay ist für eine erste Karte. Ist ja klar, wenn man lernt. So. Aber wenn sich das Gelernte dann auszahlt, weil man das bei künftigen Karten von Anfang an so macht, wie man es gerne macht, dann finde ich das gut. So. So.
Ich habe auch jede Menge total skurrile Kartenideen. Also, die werde ich bestimmt nicht alle umsetzen können, noch für den LS19. Aber vielleicht kann ich wenigstens einige davon beim nächsten LS umsetzen. Denn jetzt beim LS19 bin ich eigentlich schon froh, wenn ich diese hier schaffe und noch die Port Limbo. Und vielleicht mit einer dritten anfange. Mal gucken. Weil ich werde auch nicht immer mit so einem Tempo durchpreschen können. Huch, was habe ich denn da für eine Ansammlung gemacht? So. Jetzt im Moment ist ja schon sehr vieles in meinem Leben dem Kartenmachen untergeordnet. Ah ja, was, wenn ihr wissen wollt, was ich so für verrückte Kartenideen habe. Ich werde bestimmt noch mehr kriegen, aber ja, die dritte Karte hatte ich wohl schon mal erwähnt. Da möchte ich gerne eine Einsteigerkarte machen. So eine mehr als Standardkarte oder sagen wir noch weniger als Standardkarte. Mit allen normalen Funktionen. Schönhof, kleine Karte, kleiner als einfach, also auch kleiner als die. Und wo man als Einsteiger schön übersichtlich seinen Hof aufbauen kann. Und ja, vielleicht mit 20 Feldern oder sowas. So, vielleicht auch ein paar mehr. Das muss ich mal gucken, wie viel dann da letztlich hinpassen. Aber alles sehr überschaubar. Und mit einem netten Hof, der funktionstüchtig ist, wo man mehr Platz halt hat als auf dem Felsbrunnhof. Weil den finde ich so arg popelig. Da muss man dann gleich ordentlich Verrenkungen unternehmen. Wenn man ein bisschen mehr drauf bauen will. Also, dass da mehr Platz ist. Und das ist so wie im LS17. Fertig installierte Tierställe gibt, für die man sich dann nur die Grundstücke kaufen muss. Und huch, was ist jetzt das? So, jetzt sind wir hier wieder normal. So, jetzt wird's Zeit für die Arnika. Da haben wir hier ja auch schon einige. So. Aber hier auf dieser Wiese natürlich noch nicht. So. Und natürlich kann man sich dann auf der Karte auch die Tierstelle bauen, wohin man will. Halt, wie das in LS19 so geht. Aber dass die schon da sind und passend auch mit dem Unterstand dabei für die nötigen Fahrzeuge und solche Sachen. Okay. Da klicke ich manchmal etwas zu ungeduldig. So. Und die meisten Verkaufsstellen sollen gut erreichbar sein. Also das, auch wenn man noch nicht so erfahren ist mit dem Rumfahren, dass man da problemlos hinkommen kann.
und ja, etwas übersichtlicher als zum Beispiel Felsbrunn. Aber mit schöner Landschaft auch dabei. Das ist mir ja wichtig. Dass man da einfach auch eine gute Zeit verbringen kann auf der Map. Ja, und da würde ich dann die Gebäude von Felsbrunn verwenden. Weil das natürlich eine Menge Arbeit spart, wenn man fertige Gebäude nimmt und nicht jedes Gebäude selber modden muss. Ja, und das war jetzt eigentlich noch keine verrückte Idee. Eine verrückte Idee wäre zum Beispiel Landwirtschaft auf dem Mars. Das wäre dann eine Karte mit roter Erde und einer roten Sonne. Und da würde dann so eine große Kuppel irgendwie über einem sein. Und außerhalb von der Kuppel sieht man dann rote, unfruchtbare Landschaft. Und man kann innerhalb von der Kuppel seine Landwirtschaft betreiben. Mit den üblichen Treckern und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das jemals mache. Aber es würde mich irgendwie reizen. So Weltraumfarming. Und was ich auch gern machen würde, wäre eine Inselkarte. Da gab es jetzt ja kürzlich erst eine. Und aber trotzdem hätte ich Lust, eine Inselkarte zu machen. Also das wollte ich vorher schon gerne mal machen. Ja, aber man kann ja nicht alles auf einmal machen. Und die würde ich irgendwie so optimieren, dass da sehr viel Zuckerrohranbau schon vorgegeben ist oder so. Also dass da schon Zuckerrohrfelder angepflanzt sind. Muss ich mal gucken, wie man das macht, dass das festgelegt wird. Und ja, da wird es dann auch mehrere Verkaufsstellen geben für Zuckerprodukte. Und im Start, bei den Startgeräten würden auch Zuckerrohr, Ernter und Sämaschinen und sowas dabei sein. Und dann kann man versuchen, wie man sich als Zuckerrohrfarmer durchschlagen kann. Und Baumwolle vielleicht auch ein bisschen. Und dann würde ich mir überlegen, ob ich noch irgendwelche tropischen Sachen dort mit reinbringe als Zusatzfrüchte. Und das Ganze auf einer Insel mit Palmen und Urlaubsfeeling. So. Hatte ich nicht noch viele andere verrückte Ideen? Ja. Ja, jetzt eigentlich weniger verrückt wäre vielleicht mal hier so eine schnuckelige Elsass-Karte zu machen. Es gibt ja schon die Altkirche im Elsass. Die zeigt mehr so hier die großen Felder, die hier auch der Realität entsprechen. Aber es gibt ja auch noch das hügelige Elsass von den Vorvogesen. Und natürlich auch die Bergregion. Aber da wird kaum was angebaut. Ja, und dass ich mehr so dieses Fachwerkhaus Vorhügelmäßige mache, weil das sehr schnuckelig ist. Im Gegensatz zu hier, wo ich lebe, da ist es total flach wie im
richtigen Norddeutschland, also so Richtung Nordseeküste, so flach ist das hier. Mit dem Unterschied, dass man halt links und rechts vom Rheintal zwei Gebirge sieht. Den Schwarzwald auf der einen Seite und die Vogesen auf der anderen Seite. Aber ansonsten ist das wie auf dem Plattenland in Norddeutschland. Und die Felder sind hier riesig und es wird fast nur Mais angebaut. Es ist auch reizvoll, aber halt sowas gibt's ja schon. Und die andere Rheinseite, also auf der deutschen Seite, da hatte ich ja schon mal angefangen, eine Oberrheinkarte. Ich denke mal, irgendwann will ich die bestimmt auch machen. Also auch, ja, fertig machen kann man da gar nicht sagen, weil ich würde da wo ganz neu anfangen. Die war noch nicht sehr weit fortgeschritten. Und das ist noch geschmeichelt. Und da würde ich wohl nicht genau die Realität nachbilden, sondern mehr so das Feeling so ein bisschen rüberbringen. Denn die Realität auf 2 Kilometern abzubilden, hätte hier irgendwie nicht viel Sinn, habe ich den Eindruck. Die Landschaft ist hier nicht dicht genug, um auf 2 Kilometern eine interessante Karte zu machen. Das müsste dann schon 16-fach sein und das wäre mir zu groß. Also ich möchte schon gerne kleine Karten machen. So, jetzt machen wir ein bisschen Enzian. Oh, das ist auch gleich eine ordentliche Gruppe. Hier mache ich ein bisschen seltener als die anderen. Und dann setzen wir an einige Stellen noch ein paar nette Bäume. So. Und ich glaube, ich würde auch gerne Karten machen, die irgendwie, die eine Geschichte erzählen. Also wo keine bestimmte Landschaft dargestellt wird, sondern ja, wo der Grundgedanke eine Geschichte ist und die Karte wird dann so gestaltet, dass sie zu der Geschichte passt irgendwie. Und die Geschichte hat dann natürlich immer irgendwas mit Landwirtschaft zu tun. Und auch die, ja, die Lösung der Geschichte. Also in so einer Geschichte steckt dann halt auch meistens eine Aufgabe drin, dass man irgendwie das Tal wieder zum Blühen bringt oder was auch immer.
Und das Ganze eben, indem man dort Landwirtschaft betreibt. Denn darum geht's ja hier letztlich. Und hier diese Karte hat ja im Prinzip auch schon eine Geschichte. Nämlich die Idee ist, dass ja, hier sich Fuchs und Hase guten Nacht sagen und die Regierung dieses Tal freigegeben hat zum Abholzen und zur Besiedlung. Und dass man hier der Pionier ist, um aus diesem Tal eine blühende Landschaft ist es ja jetzt schon. Was könnte man da eher zu sagen? Eine lebenswerte Dorf. Da muss ich noch drüber nachdenken, wie ich das benennen soll. Ich glaube, in der Kartenbeschreibung habe ich das schon halbwegs beschrieben. Aber dass man hier halt schön leben kann. Und auch in Harmonie mit der Natur. Ja, und wer will, kann natürlich auch einfach alles abholzen und dann die Karte sich selbst überlassen. So, jetzt schauen wir mal. Wo sind die Bäume? Hier. Dann mache ich hier eine neue Transform Group. So. Das dauert. Vielleicht sollte ich auch speichern. Ah, jetzt nenne ich die erstmal um und nenne die einfach mal Wall. Das muss reichen. Und da kommen jetzt ein paar Bäume rein nach dem Speichern. So. Und ich trinke mal ein Schlückchen. So. Gut, ich könnte da oben ja eigentlich auch ein paar Dekobäume hinstellen, weil man die eh nicht mehr fällen kann. Aber ich denke mal, dass hier oben weniger Ahorn und so wachsen, mehr irgendwie Kiefern und vielleicht mal eine vereinzelte Fichte. Also hole ich mir die Bäume aus der Toolbox, die ich extra für den Zweck angelegt habe, und nehme mal hier die drei größeren Pines, kopiere mir die und schieb die da rein und dann vielleicht nur die kleine Spruce, ne? Vielleicht auch die Vierer. So. So. Jetzt habe ich hier Ausgangsmaterial, mit dem ich arbeiten kann. Und ich denke mal, auf die Wiese selber mache ich kaum Bäume. Denn jemand, der diese Wiese bewirtschaften will, wäre da nur gestört. Und meistens wachsen auf solchen Bergwiesen auch keine Bäume. Aber ich könnte vielleicht hier einen hinsetzen.
mache ich das hier mal weg. Und nehmen wir doch einfach mal eine Pine 5. So. Jo. Und dann stellen wir da noch eine 3er dazu. Ja, das ist doch nett. Wie eine kleine Familie. Gut. Mit Blümchen. Was will man mehr? Ja, und so setzen wir hier einfach ein paar Bäume hin. Nehmen wir mal die hier oben. Und vielleicht können wir dann die kleine Fichte hier hinsetzen. Und als nächstes muss ich dann natürlich mit Kopien arbeiten. Aber das kann man ja. So. Ja, hier ist doch auch ein schöner geschützter Platz. Dann nehmen wir noch die. So. Ja. Weil ich denke mal, so in den Nischen stört die nicht besonders beim Rasenmähen. So. Was haben wir hier? Ah, da haben wir sowieso schon einen Baum. Das ist okay. Jetzt soll das auch nicht zu gleichmäßig aussehen. Da muss ich immer wieder dran denken. Denn ich neige dazu, dann irgendwie zu gleichmäßige Abstände zu machen. Präzise gleichmäßig wird das nicht. Selbst nicht, wenn ich es will. Aber es wirkt dann so. Gartenzäune, sagt mein Liebster dazu. So, und da muss ich ganz gezielt aufpassen, dass ich es ungleichmäßig machen. Jetzt könnte man vielleicht da hinten eine hinmachen. Ich weiß zwar nicht, ob die dann überhaupt noch gesehen wird. So. Aber das werden wir sehen. Ich werde hier auch nicht viele hinmachen. So. Ja, so allmählich wird es hier immer langsamer. Oh. Ja. So. Jawohl, jetzt. Gut. Lasse ich jetzt hier mal eine Lücke, obwohl hier, da wäre so ein kleines Bäumchen doch schon sehr schön. Ja, seht ihr. Ah. Jetzt wollte ich die hier umplatzieren, was ich natürlich gar nicht will. Jawohl, die will ich jetzt hier dahin setzen. So. Okay. Ja, ich denke mal, allzu lange werde ich es heute nicht mehr machen. Ich mache hier auch schon lauter falsche Tastenbewegungen. So,
Hier könnte mal wieder eine hin. Nehmen wir mal wieder eine kleine Fichte. So. Naja. Ich würde zwar gerne 16 Stunden am Tag mappen, aber so weit reicht meine Konzentrationskraft gar nicht aus. Also ich habe jetzt schon viele Stunden hintereinander dran gewerkelt. So. Aber jetzt merke ich, ja, wie ich irgendwie, wie die Konzentration nachlässt und ich langsam auch müde werde. Das brauche ich dann auch als Einschlafvideo sozusagen. Ja, so ein paar Bäumchen kriegen wir hier noch hinplatziert. Und hier nehme ich nochmal wieder Pine 4. So. Das hier sind im Prinzip auch Bäume, die man gar nicht mehr fällen kann. Also vielleicht den hier schon, aber wenn ich dort einen hinstelle, dann nicht. Stellen wir hier noch einen Pine 4 hin. Drehen den aber. So. Gut. So. Wie sieht es bisher so aus? Naja, ab und zu stehen da halt ein paar Bäume. Okay. So. Machen wir hier gleich noch einen. Ja, vielleicht noch eine. Tja. Wenn ich hier eine große Fichte mache, wird diese Kiefer davon irgendwie untergebuttert. Aber ich könnte mir hier eine große Fichte gut vorstellen. Darum mache ich das mal. Eine große Fichte. Also es sind ja nicht die größten Fichten, die ich hier habe, sondern nur bis Stufe 4. Aber die reichen auch für den Zweck. Zum Fällen möchte man die gerne noch größer haben, aber so zum Angucken. Eigentlich sollte man da auch noch eine kleine haben. So. Weil es stehen ja oft irgendwie noch kleine Kinderbäume neben den großen Bäumen. So. Gut. Kommt die jetzt? Ja, das ist doch nett. Ne, sieht man kaum. Ziehen wir die mal weiter vor. Sieht man sie jetzt besser? Ja. Ja, ich denke mal, das passt schon. Vorwitzig, wagen sie sich ganz an den Rand. So, da haben wir jetzt einige. Dann gehen wir mal hier bis zu dieser Ausbuchtung. Und stellen vielleicht hier unten eine hin und dort. Was nehmen wir denn da? Vielleicht wieder eine große Fichte.
So. Oh. Gut, ja, ich bin geduldig. So. Und hier nehmen wir einfach eine Dreierfichte. Na, da muss man schon brav abwarten, bis der die fertig kopiert hat. So. Und erst dann darf man hingehen und sie kopieren. Ja, so ist doch ganz hübsch. Und hier steht vielleicht noch eine ordentlich große Kiefer. Oder stellen wir die da oben hin? Die stellen wir da oben hin. So. Und dann stellen wir da eine etwas kleinere nebendran und eine noch kleinere, so als Dreiergruppe. So. Und so. Gut. Die sieht man dann wahrscheinlich schon noch, wenn man hier so steht und guckt dann da hoch, dann sieht man, oh ja, da wachsen auch noch ein paar Bäume. So. Und hier. Nehmen wir noch eine große Kiefer. So. Und gibt's hier Büsche in der Nähe? Nee, eher Blumen. Aber ich fände hier ein paar Büsche angesagt. So. Busch. Ich denke mal, so ist gut. Dann sind die Blumen auch erhalten. So, vielleicht könnte ich hier sowieso noch ein paar wenige gezielte Büsche hinsetzen. Hier diese ganzen Pflanzen, das Gras und die Blumen wurden ja von dem Skript platziert. Da bin ich auch sehr dankbar für. Aber da wird halt einfach so zufallsmäßig Büsche und Blumen und ja, was halt so prinzipiell hinpasst, gesetzt. Aber so dieses gezielte Buschsetzen findet da eher weniger statt. Ist ja logisch, weil das macht ja ein Programm. Und ich habe an bestimmten Stellen immer gerne Büsche. So. Vielleicht auch hier bei dem Übergang ein bisschen häufiger. Na. So. Ja, hier muss ich wohl von Hand nochmal den Übergang mehr machen. Das war vorher schon da. Also das habe ich nicht heute gemacht, diese Kante. Die hätte ich sonst auch abgestufter gemacht. So wie
Hier sieht man das ziemlich deutlich. Da. Hier ist Gras und da ist diese Erdgras und dann ist dieser Übergangsbraungras Felsgeschichte. So. Ich denke mir, das ist eigentlich eine gute Sache, wenn man für die Massenplatzierung von den ganzen Sachen ein Skript nimmt und wenn man dann an einigen Stellen noch sagt, hier will ich aber einen Busch haben, dann macht man hier halt noch einen Busch hin. So. Und dann hat man praktisch das Beste aus beiden Welten. Die automatische Unterstützung der Arbeit. Und auch das einzeln handgemachte. So. Ich hatte ja vorhin von Karten mit Geschichte gesprochen. Da hatte ich sogar schon mal eine angefangen. Und zwar die sollte heißen Geisteracker. Und ja, die wäre auch so halb wie Niemandsland gewesen, aber eben auch nur die Hälfte. Im Prinzip ähnlich wie Port Limbo, aber mit einer Geschichte. Und zwar hätte es in dem hinteren Teil des Landstrichs, wäre es immer wieder zu mysteriösen ja, Unglücksfällen und Krankheiten und hast du nicht gesehen gekommen. Und dann Missernten und alles Mögliche. Und dann hat die Bevölkerung dort Geister vermutet. Und es gab auch irgendwie einen Moorsee und so da in dem Bereich. Und der war sehr verschrien. Und dann haben die Leute sich da zurückgezogen aus der Gegend und haben da nichts mehr gemacht. Und dann wurde der Bereich im Prinzip ja nicht wie eine Geisterstadt, sondern wie ein Geisteracker eben. Weil niemand hat es mehr bestellt, die dortigen Bauern sind weggezogen und haben einen sehr verwahrlosten Hof hinterlassen, der total überwuchert ist. Und auf diesem See gibt es eine Insel mit irgendwie einem Friedhof und solchen Geschichten. Ein Teil der Geschichte habe ich auch schon wieder vergessen, aber ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben, weil das ist schon cool. Und da gibt es in dem belebten Teil gibt es zwei alte Knotterbauern, die praktisch ja, das Sagen haben in dem Restdorf, wo halt noch was los ist. Die zerreißen sich immer das Maul. Und wenn man da hinkommt als Neuer, dann beäugen die einen auch ganz ausgiebig und können einem vielleicht Aufträge geben und so, aber ja, so richtig toll und lukrativ ist das nicht alles. Und man kriegt dann bald mit, dass es mit diesem Geisteracker irgendwie ein Geheimnis auf sich hat. Und dass man da das rauskriegt, warum es dazu gekommen ist und wie man das Problem lösen kann. Und dann,
Ja, wenn man das Problem gelöst hat, kann man dann diesen unbewirtschafteten Teil dieser Gegend wieder bewirtschaften und kann dort gute Erträge machen und glücklich werden und so weiter. Ja, und solche Geschichten könnte ich mir toll vorstellen. Und natürlich kann man auf so einer Karte dann auch ohne die Geschichte spielen. Aber ich kann mir das irgendwie ganz schön vorstellen. Dazu wäre es auch toll, wenn man mehr so Interaktionen haben könnte mit NPCs. Und dass man diese Interaktionen als Modder auch schreiben kann. Das hatte, glaube ich, der Mario auch vorgeschlagen. Also so, ja, geskriptete Interaktionen. Und das fände ich super cool. Weil dann kann man sowas so richtig machen können. Dann diese Dialoge mit diesen alten Knotterern, die da sitzen, um die Leute abschrecken, die in das Tal kommen wollen und so. Jetzt gucken wir hier nochmal, ob da noch Büsche nötig sind. Ja, ich denke mal eher Büsche als Bäume. Oder vielleicht ein paar vereinzelte Bäume könnten da auch noch hin. Und dass die einem vielleicht auch, ja, sozusagen Aufgaben stellen hier. Wenn du hier was werden willst, dann musst du aber so und so. Und so, das kann man ja teilweise als Aufträge machen, Transportaufträge. Aber dass man da halt noch mehr Geschichte reinbringen kann. Und dass man praktisch mit den Leuten irgendwie reden kann. Das fände ich schon super cool. So, jetzt setzen wir hier nochmal einen 5er Kiefer hin. Und ich wette, wenn das möglich wäre, dann wird mir auch ganz viel einfallen. Denn ich kenne das sehr gut, wenn ich am Machen bin von irgendwas, dann kriegt jede Idee immer 5 Kinder. Also die Ideen purzeln dann nur so in meinen Kopf rein. Und kommen viel, viel schneller, als ich sie jemals umsetzen kann. So, der Busch. Aber da könnte man dann den LS auch noch, ja, noch länger interessant machen. Ich meine, viele machen sich den LS jetzt ja interessant durch vermehrte Produktionen und so, was ich auch cool finde. Aber mit so Geschichten könnte man auch viel machen, denke ich. Dass man beispielsweise die Höhle irgendwo entdecken muss. Also die Höhle, die es irgendwie in vielen geheimnisvollen Geschichten gibt. Keine spezielle Höhle. Und dass man dort, ja, auf einer Inschrift erfährt, dass was weiß ich was. Und dann kommt man damit einfach einen Schritt weiter und hat die Möglichkeit, sich ein neues Stück Land zu kaufen oder so.
findet vielleicht irgendwas, was man verkaufen kann oder so. So. Ich finde schon immer schade, wenn man so zurückgeht, um sich das Ganze anzugucken, dann verschwinden die ganzen Büsche und Blümchen. So, jetzt machen wir dies hier mal aus. Ich versuche mir das jetzt hier gerade vorzustellen, wie das so ist, wenn man dann es von einer Weile gewissen Entfernung sieht. Aber ich denke mal, das ist irgendwie ganz schön so. Weil ich möchte ja gerne, dass die Karte auch, ja, wenn man so über die Karte blickt, also so nach da zum Beispiel, dass es irgendwie schön aussieht. Und jetzt, das ist halt noch nicht fertig. Gehen wir doch einfach mal dort rüber und gucken in die Richtung, wo wir jetzt gewerkelt haben. So. Ah, ich sehe, hier ist der Kartenrandbereich sehr viel kleiner. Vielleicht komme ich da etwas schneller voran. So, wenn man jetzt da hinguckt, dann sieht dieses hier und dieses hier eigentlich ganz okay aus, finde ich. Das Braune ist natürlich baumfrei, klar, weil die Bäume dann zu schnell verschwinden. Ich habe schon geguckt, ob ich irgendwie sowas wie Nebel einrichten kann. Dass man da, wo die Bäume verschwinden, man die nicht mehr sieht, dass es da irgendwie dunstig wird. Und dass es nicht so auffällt, dass man hier die Bäume nicht mehr sieht. Aber da habe ich bisher noch nichts gefunden. Jo. Ja, ich denke, ich mache mal hier Schluss und euch wünsche ich eine wunderbare Nacht, wenn ihr eingeschlafen seid oder einschlafen wollt, oder noch einen wunderschönen Tag, wenn ihr noch einen Tag vor euch habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.